10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Einen wunderschönen Sonntagabend, meine Lieben. Ja, wir sehen auf den Markt. Der Markt sieht recht entspannt aus, muss man sagen. Es war gestern natürlich eine Fehlanzeige hier bei LiveCoinWatch. Es sind tatsächlich 2,4 Billionen, nicht die 3 Billionen, die sie angezeigt haben gestern. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein recht entspannter Tag. Man sieht auch bei Dogecoin gestern natürlich die große Ankündigung von Elon Musk. Man kann darüber bei Tesla Autos kaufen. Hat nicht viel gebracht, weil normalerweise, ich hätte jetzt gerechnet, er geht auf 20 Cent, aber wir haben natürlich keinen Bullenmarkt. Ne? Aber nichtsdestotrotz, wir sind auch ein bisschen am Sinken, aber ja, mein Gott, ne, ist wirklich nicht gravierend und schauen wir mal, wie es weitergeht. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich ein bisschen was Geileres heute noch mal rausgesucht auf einen schönen Sonntag, weil wir haben ein bisschen News gekriegt aus Las Vegas, wo gerade die Veranstaltung läuft. Erstmal natürlich noch was anderes von Crypto Barbie. Wow, japanische Banken bereiten die Einführung von Stablecoins und neu gestalteten Banknoten vor, die im Juli 24 im Umlauf kommen sollen. Und im Jahr 25 wird jede japanische Bank XRP verwenden. Zufall? Das glaube ich nicht. Warten wir natürlich ab. Es wird natürlich sehr interessant sein dieses Jahr, nächstes Jahr oder auch Weltglück, ich grüße dich 2026. Spätestens da werden wir sehen, ob wirklich alles so halbwegs funktioniert, wie wir uns das natürlich erhoffen. Aber ich bin sehr guter Dinge, dass es tatsächlich auch so kommen wird. So, natürlich habe ich hier jetzt XRP erwartet. Ripple Stablecoin Fortschritt angedeutet. Es geht natürlich darum, dass sie jetzt auf Las Vegas bei der Veranstaltungen mit David auch gesprochen haben und was das natürlich alles bedeutet. David Schwarz, CTO von Ripple, alles über XRP Ledger, einschließlich Market Maker Kreditprotokoll, den zukünftigen Ripple Stablecoin, KI und Krypto, hat er alles auf der Konferenz mal ein bisschen beleuchtet. Die XRP Community hört den Ausführungen des Ripple CTO aufmerksam zu und zog einige Schlussfolgerungen aus seiner Präsentation auf der Konferenz. Eine der Erkenntnisse, die einige XRP-Community-Mitglieder mitteilten, war, dass weitere Details des zu Ripple Stablecoin in etwa einem Monat während der XRP-Ledger Apex-Veranstaltung in Amsterdam bekannt gegeben werden, die für den 11. bis 13. Juni geplant ist. Das ist natürlich das, worauf wir warten, ne? Mehr Informationen zum Stablecoin. Aber nichtsdestotrotz, eine weitere Erkenntnis aus der Rede des Ripple CTO ist, dass der Ripple Stablecoin ideal für Institutionen ist, die noch keine digitale Assets einsetzen können, aber XRP-Ledger nutzen möchten. Dies wurde von Witt, einem XRP-Ledger-Validator, bestätigt, der die enorme Potenzial-Anwendungsfälle des neuesten XLS68D-Sponsor-Spezifikation in dieser Hinsicht hervorhob. Der von Ripple vorgeschlagene Stablecoin soll zu 100% durch US-Dollar-Einlagen, kurzfristige US-Staatsanleihen und andere Bargeld-Äquivalente gedeckt sein. Es wird erwartet, dass der Stablecoin von Ripple das XRP-Ledger-Ökosystem grundlegend verändern wird. Ripple hofft, die Akzeptanz und das Wachstum innerhalb des XRP-Ledger-Ökosystems zu steigern, indem es die native Funktion der Plattform nutzt, zu denen eine dezentrale Börse und ein automatisierter Market Maker gehören. Der Stablecoin wird ein wichtiger Einstiegspunkt in neue Perspektiven für Anwendungsfälle im institutionellen und dezentralen Finanzwesen in vielen Ökosystemen sein. Dann habe ich natürlich noch den Validator. David sagt, dass sich der Ripple Stablecoin gut für Institutionen eignet, die noch keine digitale Vermögenswerte nutzen können. Also ein leichterer Einstieg dafür. Aber dennoch, dass XRP Ledger verwenden möchten.
ihr seht, selbst mit dem Stablecoin, weil viele haben ja behauptet von wegen, ja, mit dem Stablecoin, da braucht man ja keine XRP mehr. Natürlich brauchen sie immer noch die XRPs. Das ist übrigens super. Je mehr Menschen wie wir in die Kette aufnehmen können, desto besser. Seien sie mit einem Stablecoin auf dem XRP-Ledger statt in Fiat auf einem ZEX. Aber mir fiel die aktuelle Sponsoren-Spezifikation des XLS68D ein. Institutionen, die XRP noch nicht nutzen können, benötigen dennoch XRP für Transaktionsgebühren, sodass sie trotzdem welche halten müssen. Aber mit XLS68 können sie dafür sorgen, dass sie es überhaupt nicht nutzen und jemand anderes die Transaktionsgebühren für sie sponsort. In diesem Fall Ripple als Sponsor, bis sie mit der Nutzung digitaler Vermögenswerte vertraut sind. Es ist ein Zwischenschritt. Ist doch einfach nur geil. So kriegst du die Leute dazu, natürlich jetzt den XRP-Ledger zu verwenden mit XRP, aber sie müssen nicht irgendwie extra XRP kaufen oder das System muss es kaufen, sondern beispielsweise Market Maker mit den Pools könnte man da leihen oder auch von Ripple. Das würde auch erklären, warum Ripple natürlich eigene XRPs in Massen, in Milliarden, natürlich jetzt nicht den Escrow, natürlich noch zurückhält. Weil viele haben ja immer gedacht, von wegen, warum hat Ripple noch so viel außerhalb des Escrows selber noch? Jetzt könnte das natürlich eine Erklärung sein. Aber nichtsdestotrotz, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und auf Wiedersehen.